Siehst du nur noch die Menschen so durch die Stadt laufen, so wird das sein, in 5 Jahren spätestens. Oh Scheiße, ich hab gedacht, ich hab Malaria, wirklich, ich hab gedacht, ich hab Malaria. Aufgeben ist keine Option. Ich hör auf, Pflaumenschnaps. So, liebe Sportfreunde, ich grüße euch zu diesem neuen Vlog. Ich bin hier gerade am Hauptbahnhof. Ich warte auf den Raphael, den kennt ihr auch noch. Raphael, alte Socke! Komm rüber, spring rein hier! Gib Galle, ist Verkehr! Na, gib Faust! Spring rein, Mann! Da ist ja hier Service, bis vor die Tür! Alter Schwede, ey, hier ist ja was los! Ja, das ist Berlin, das ist nicht hier bei, wie bei dir da. Auf dem Kaff, meinst du? Wo die Kühe sich grüßen. So, der Raphael hat natürlich Hunger und wir sind hier am Kotti. Schlimmste Ecke in Berlin. Aber hier gibt es immer was zu essen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden, nicht? Ne? Was ist denn Hunger, Rafa? Ich esse alles, Alter. Alles, ne? Wir essen das Schneckengehäuse. Ja. Also. Würde ich auch essen. Ja, sicher. Würde ich machen. Weißt du ja, Tansania haben wir überlebt zusammen. Ey, Los Angeles. Hör auf, mich an diese Scheiße zu erinnern. Tansania war eine ganz, ganz schwierige, ein ganz schwieriger Einschnitt in deinem Leben, habe ich immer noch das Gefühl, ne? Ja, ja, ey. Du hast dich nicht ganz wohl immer gefühlt, ne? Ohne Strom, ohne Wasser, meistens auch ohne Essen, ohne Schlaf war auch viele gar nicht wissen, danach war ich so krank. Ich hatte die Erkältung, Grippe meines Lebens. Also wirklich, ey. Ich lag eine Woche lang flach und boah. Malaria für Arme hast du gehabt. Oh Scheiße, ich hab gedacht, ich hab Malaria. Wirklich, ich hab gedacht, ich hab Malaria. So, wir gehen zum Türken. Hasiye Restaurant. Bisschen Fleisch, ne? Bisschen Proteins, nicht? Können schön ganz, ganz wichtig. 23 Uhr. Oh ja. Das ist genau meine Zeit, die ich sonst auch mal esse. Echt zu spät. Ich bestelle mal massenhaft Sushi oder sonst was. So, aber wir sitzen hier entspannt beim Türken, ne? Salat, Brot, war mal ein bisschen Fleisch. Ja, guck mal hier, ich habe so eine kleine Portion, ne? Guck doch mal hier die Portion an. Das ist meine Portion, ich habe ein bisschen mehr Fleisch bestellt. Wir können uns mal hier gut bleiben. Rafa, alles für dich, ne? Der Typ ist ein Gebiet auf Diät, glaube ich. Kuchen-Diät. Guten Tag, Rafa. Willst du mal meinen Socken riechen? Komm hier. Die ganze Nacht habe ich dir angehört. Nein, ich doch nicht. Wie ist der Rafa eigentlich hier? Ist immer so die Frage. Wir sind ja richtig special. Wir machen nämlich heute Werbung für Netflix. Rafa, ist das für einen Film oder für eine Serie? Film. Wie heißt der? Bright mit Will Smith. Bright. Hat das was mit Breitsein zu tun? So sieht's aus, Alter. Genau. Deswegen fahren wir ins Fitnessstudio gleich und haben so richtig Equipment, machen richtig fett irgendwie so Werbung. Und dann haben wir viel Geld verdient. Ja. Ich habe euch hier mal meinen Pre-Workout-Shake vorbereitet. Da ist alles drin, was ich dann brauche. Nachher, um mich nochmal ein bisschen fresh fürs Training zu machen, ne, Rafa? Ich habe dir auch mal was klar gemacht. Da drin sind jetzt 5 Gramm Beta-Alanin. 20 Gramm Essential Aminos, also nicht die BCA, sondern das komplette Aminosäureprofil. Dann haben wir 10 Gramm Citrullinmalat und 5 Gramm Kreatinmonohydrat. Und hier einen kleinen Scoop von diesem MyPre, weil wir hier einfach nochmal ein bisschen Koffein haben. Es sind 175 Milligramm Koffein drin. Das ballert mich nicht komplett aus dem Leben, sondern gibt mir noch ein bisschen Power. Da habe ich hier bei MyProtein die Chance, mir sozusagen jede einzelne Zutat selber reinzumachen und das zu dosieren, wie ich das möchte. Das hat man so nicht immer. Ja, so ist das mit Pre-Workout-Shake bei mir. Nahrungsergänzung, liebe Sportfreunde. Nahrungsergänzung ist nach wie vor ergänzend und sollte zu der Ernährung von jedem individuell passen. Das heißt, ich persönlich mache ja intermittierendes Fasten. Ich esse abends eine Hauptmahlzeit. Dementsprechend zum Beispiel die EAAs. Die habe ich sonst nie genommen, aber die EAAs machen jetzt Sinn, um morgens oder vor dem Training schon mal mein komplettes Aminosäureprofil abzudecken. Ja, dass man auch hier nicht irgendwie beim Training ans Muskeleiweiß geht vom Körper her. Dementsprechend einfach die Absicherung, weil ich abends halt eine Mahlzeit habe, dass ich über den Tag verteilt in einem Shake schon das drin habe, was ich für die Muskulatur brauche. EAA ist für mich auch top, zum Beispiel in der Diät. Ja, in der Diät kann man die super einsetzen, dass man dann irgendwie nicht das Whey trinken muss mit dem Zuckerzusatz und mit Fett. Das sind Mini-Details, das sind wirklich Details, aber am Ende, wenn man genau darauf achtet, können Details schon was ausmachen. Hoffen wir mal, dass das Bett reinhaut, aber erst müssen wir drehen, ein bisschen Stuff machen und dann das Vergnügen. Training ist Vergnügen, ne? Freizeit, oder? Und Arbeit. Auf geht's, liebe Sportfreunde, ins High Five. Vollgepackt mit Kameras da. Da wollen wir mal gucken, was wir da hinkriegen. Bei der Werbung für Netflix geht es darum, ob man beim Training Netflix gucken kann. So ist die Idee. Kann man beim Training Netflix gucken? Ich präsentiere euch
Social Media Opfer 2.0. Raphael, so sieht das in einigen Jahren aus. Glaub mir, liebe Sportsfreunde, die Leute gucken nicht mal die Menschen an. Die laufen so durch die Stadt. Die haben dann so eine Halterung an der Käppi und dann siehst du nur noch die Menschen so durch die Stadt laufen. So wird das sein. In 5 Jahren spätestens. Also, ey. Ist geil. Dich ist das lustig. Also, das ist cool. Du gewinnst dich langsam dran, ne? Scheiß, Mann. Geile Sache, Mann. So wird das bald sein. Sehr geil. So, wir haben hier schon ein bisschen was gedreht. Ich bin jetzt schön verkabelt. Funkstrecke am Start. Scheinbar gucken immer mehr Leute während des Trainings Netflix und Serien. Und klingt verrückt. Und wir testen das halt für einen kleinen Werbespot. Alles wieder zusammenpacken. Den ganzen Stuff hier. Gucken wir alles dabei gehabt. Objektive Kameras. Und Rafa, ich denke mal, du hast auch Hunger, ne? Jetzt können wir uns noch was. Ja. Eine ganze Kuhfest. Wir haben es eigentlich gar nicht mehr geschafft zu trainieren. Wir wollten noch reinhauen trainieren. Wir haben ein paar Übungen gemacht und ein paar Fotos. Aber einfach nicht geschafft. Die Arbeit geht dann doch vor. Vergnügen ist ja das Training für uns. Und jetzt gönnen wir noch was Leckeres zu essen, denke ich mal. Mal gucken, wo wir finden. Ne? Chinesisches Buffet gönnen wir uns jetzt ein bisschen. All you can eat. Und ist ganz geil hier bei Mongolen in Steglitz. Da gehen wir jetzt rein und gönnen uns ein bisschen. Ne? Sieht nach frittiert aus. Frittiert ist immer gut für die untere Bauchmuskeln, aber das weißt du auch schon. Ganz viel frittiert ist am Start. Davon gönnen wir uns jetzt hier. Und es ist ganz geil, man kann sich hier das Essen so auswählen, roh, und dann braten die das für einen an. Ne? Dann kann man hier noch ein bisschen Gemüse, ein paar Soßen auswählen, Sushi gibt's und dann wird es ganz frisch gemacht und dann sehen wir gleich mal, was auf den Teller kommt. So, und schön rein damit. Das ist gesund. Sehr, 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 sehr geil. Ein bisschen frittiertes vorweg auf jeden Fall. Und Rafa hat natürlich schon aufgegessen, ne? Hähnchen und Gemüse. Protein-Power heute Abend auf jeden Fall. Da geht auch wieder rein hier, ne? Ist schon fertig mit der Welt, ne? Mal diesen ekligen Typen an. Kann nicht mehr. Ja, am Ende gönnt man sich hier noch ein bisschen Kuchendiät. Dann ganz wichtig hier so frittierter Pudding oder gebacken. Ein bisschen Softeis noch. Rafa, na, wie ist der Kampf? Machst du gut. Können wir zuschreiben. Sieht gut dabei aus. Aufgeben ist keine Option. Ich mache weiter. Es gibt noch Käsekuchen, Eis und wieder so einen frittierten Pudding. Rafa hat aufgegeben. Ein bisschen enttäuscht von dir, Rafa. Der ist nur am Fressen, Leute. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ne? Aber ist halt Kuchen. Ist nur am Fressen. Kuchendiät. Schnaps bekommen, ne, Rafa? So sieht's aus. Aber du warst gerade ziemlich zerstört, ne? Ja, weißt du, jetzt habe ich so einen kleinen Zuckerschock hier und ich denke dir, wenn man nur einmal in Berlin ist, ne, beim guten Jörki zu Besuch, dann kann man sich Pflaumenschnaps gönnen und nochmal eine Trainingseinheit. Ja, wir haben ungelogen, wir gucken mal auf die Uhr, 22:02 Uhr, nach Buffet, nach ganz viel Kuchen und so, haben wir jetzt eigentlich überlegt, wir gehen jetzt einfach trainieren, denn jetzt sollen wir jetzt drin sitzen, ne? Stoß mal an, Rafa, Pre-Workout, Pflaumenschnaps und weg damit, ne? Das gibt einen Punkt nachher. Training durch, Rafa. Tat ganz gut, ne? Kann man sagen. Was gemacht? Wir haben es ja über den Tag nicht geschafft. Wir haben gearbeitet, dann waren wir essen, hatten das Training eigentlich abgeschrieben. Und manchmal ist es einfach im Leben so, da sollte man dann ins Training gehen, wenn man wirklich Bock hat, weißt du? Das ist es einfach, wenn man einfach verspürt, trainieren zu wollen. Da sollte man gehen, egal zu welcher Uhrzeit, oder? Das, wenn man einen Impuls hat, wenn man Spaß daran hat. Und das ist das Allerwichtigste. Und das ist eigentlich so die Botschaft hier, ne? So sieht's aus. So Spaß machen. Man macht es für sich. So, wir brauchen noch was zu trinken irgendwie. So, der Rafa ist wieder weg. Man muss sagen, Rafa ist echt, ja, ein guter Typ. Ein richtig guter Typ. Nochmal schöne Grüße an Rafa. Hat mich gefreut, dass du da warst. Es wird ein schönes Video, was wir da gemacht haben für Netflix. Bezüglich MyProtein. Ja, ich möchte mit der Sache mit MyProtein ganz, ganz ehrlich mit euch umgehen. Und dementsprechend habe ich auch da bei MyProtein nachgefragt, wie es mit Laboranalysen aussieht. Ich werde euch in der Zukunft dann auch, wenn ihr die fordert, Laboranalysen wahrscheinlich auftischen können. Wir wollen eine volle Transparenz haben. Ich will das mit euch auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwelche
Kritikpunkte habt, wenn ihr Argumente vor allem aber auch dann habt, was dagegen spricht oder wenn ihr irgendwie kritisch seid, dann äußert das gerne. Ich will mit euch als Community da auf jeden Fall diskutieren und da auch wirklich offen und ehrlich sein. Und ganz am Ende, das habe ich nochmal in meinem Livestream angesprochen, geht es nochmal um die Flickflack-Aktion. Ich suche immer noch euch, wenn ihr Bock habt, mit mir Weihnachten zu feiern, am 22.12. in Dortmund um 16 Uhr. Ihr könnt jetzt immer noch eine Karte für den Zirkus Flickflack gewinnen. Ja, Flickflack ist ein richtig geiler Akrobatik-Zirkus mit Motorrädern, die durch die Luft springen, mit den besten Akrobaten der Welt. Ihr könnt zusammen dahin gehen vor Weihnachten. Ihr könnt eine VIP-Karte mit Essen im Anschluss mit mir gewinnen. Und ihr müsst nur eine Kleinigkeit dafür tun. Und zwar müsst ihr nur für die Toni Kroos Stiftung einen kleinen Betrag spenden. Der Link zur Toni Kroos Stiftung ist hier unten drin. Wirklich nur einen kleinen Betrag spenden, gerne auch mehr. Es wird wirklich Kindern geholfen zu Weihnachten, denen wir da einen kleinen Wunsch erfüllen können. Einfach dann den kleinen Spendennachweis an fitness@gurki.de senden und dann seid ihr wahrscheinlich mit dabei am 22. und könnt mit mir ein bisschen Weihnachten feiern. Das sind wirklich gute VIP-Tickets für diesen Flickflack-Zirkus, eine geile Show und ich bin zurück im Ruhrpott, 16 Uhr, 22. Dezember, kleine Spende an Toni Kroos Stiftung, Nachweis an meine E-Mail-Adresse und ihr seid mit am Start. Ich würde mich übelst freuen, euch zu treffen, kurz vor Weihnachten. Wenn ihr nicht mehr diese Karte bekommt, gibt es auch immer noch 10% an der Abendkasse, aber ich denke, wenn ihr heute noch sozusagen eine kleine Spende abgibt, seid ihr mit dabei, habt eine geile VIP-Karte mit Essen, wir quatschen, wirklich schöne Feier am Abend und in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zugucken von dem Vlog, hat mich gefreut, war auch cool, den Rafa mal wieder zu treffen und in dem Sinne haut rein, bis dann, euer Görki, ciao!